Fahrerhilfe, Achtung, Start innerhalb der nächsten 8 Sekunden. Start! Oh, warte. Das geht los. Der Andi auf 1, Stefan Ohner auf 2. Thomas kriegt einen Treffer, aber geht weiter. Nach der ersten Runde, Andi auf 1 mit einer 18,5, auf 2 der Stefan, mit einer 19,1, auf 3 der Thomas, dann Erik, Johann und Robert. Ja, der Andi muss sich, glaube ich, warm anziehen. Stefan ist ihm auf den Fersen, hat ein bisschen Luft nach hinten. Gucken wir mal gleich mal, was der Abstand sagt, aber das ist nicht viel. 0,8 Sekunden. Schnellste Runde von Andi. 18,5. Stefan jetzt auch mit einer 18,6. Erik mit einer 18,8. Und Thomas 19,3. Sehr flott unterwegs. 5 Minuten 30 noch zu fahren. Andi vor dem Fahrerstand, dicht dahinter der Stefan. Hier geht noch um alles. Konzentration, 5 Minuten noch zu fahren. Reihenfolge weiterhin unverändert. Abstand zwischen Andi und Stefan. 1,1 Sekunden, so ein bisschen konnte sich der Andi absetzen. Noch 4,50. Auf Platz 3 weiterhin der Erik. Auf Platz 4 Thomas. 0,9 Sekunden dahinter. Ah, 1,3 gerade bei der Durchfahrt. Und Stefan kommt ran. Das Ding ist noch nicht durch. 0,86 Sekunden, 4 Minuten 20 noch auf der Uhr. Jetzt beide hier in dem S auf dem Weg vor dem Fahrerstand. Müssen wir riskieren, die beiden? Keiner schenkt sich hier irgendwas und Stefan ist dran. Stefan ist dran. In dieser Schnellpassage ist Stefan ein Tick schneller als Andi. Aber auch danach ein, zwei Mal den Körper rührt. Jetzt hier beide an der Zielschleife. 0,42, 3 Minuten 30 noch zu fahren. Stefan riskiert viel. Bleib ruhig, wir haben genug Zeit. Absolute Kampflinie. Jeder Millimeter wird hier ausgenutzt von der Ideallinie. 3 Minuten noch. Und dahinter der Erik immer noch auf der 3. 5 Sekunden schon hinter den beiden Führenden. Auf der 4 der Thomas. 1,1 Sekunden hinterm Erik. Und auf der 5 der Johann. 1,7 Sekunden hinter Thomas. Alles machbar. Und Andi und Stefan. Die fliegen hier vorbei. 2 Minuten 25 noch zu fahren. Abstand bei der letzten Durchfahrt 0,5. Ah, Stefan fährt fast zu ihm. 0,5 immer noch. Abstand bleibt gleich. Da ist Stefan ticken schneller.
Aber das Schweizer Uhrwerk da vorne. Runde um Runde. 0,5 immer noch. Schnellste Rundenzeit weiterhin von Andi 18,5. Stefan jetzt aber auch 18,5. Erik 18,7. Thomas 18,9. Und Johann 19,0. Robert fährt nicht mehr. Seit einer ganzen Weile nicht. Auf der Geraden jetzt die beiden Führenden. Andi in dem gelben Fahrzeug. Stefan dahinter. Und er ist dran. Er ist dran. Oh, leichter Fehler hier. 0,46, 1 Minute 15 noch zu fahren. Erik auf 3, 7,6 Sekunden inzwischen hinter Stefan. Nach hinten muss ich Stefan keine Sorgen machen. Nach vorne geht noch alles. Mr. Konstanz fährt Runde um Runde die gleiche Linie. Stefan verliert wieder ein bisschen. Eine Sekunde jetzt zurück, 40 Sekunden noch zu fahren. Aber auch der kleinste Fehler von Andi wäre fatal. Erik hat jetzt seinen Vorsprung auch auf 1,9 Sekunden vor dem Thomas vergrößern können. Kommt jetzt hier über die Zielschleife. Orangene Front, gelbes Heck. Die letzten Sekunden laufen. Das schafft Stefan nicht mehr. Überzeit läuft. Erik ist fertig. Thomas ist fertig. Johann ist fertig. Der Andi ist fertig. Und Stefan ist fertig. Glückwunsch! Und Prost!